Wisst ihr, wer der beliebteste Bäcker Sachsen-Anhalts ist? Ich verrate es euch jetzt in den Good und Bad News der Woche. Hier erfahrt ihr jeden Montag, was vergangene Woche so in Sachsen-Anhalt passiert ist. Die Bäckerei Kälber aus Ilsenburg wurde vom Genussmagazin Falstaff zur beliebtesten Bäckerei Sachsen-Anhalts gekürt. Entschieden wurde das durch ein Online-Voting. In Gentin werden immer wieder Katzen mit Schusswunden aufgefunden. Zuletzt hat es Kater Eddie erwischt. Er hatte das Projektil eines Luftgewehrs über dem Auge stecken und könnte dadurch sein Augenlicht verlieren. In Gartersleben sammelt Hans Hoffmann Kronkorken und spendet das Geld, das er für den Schrott bekommt, an das Kinderhospiz in Magdeburg. Mit viel Unterstützung der Gartersleben wurden letzte Woche über 2000 Kilo Weißblech zusammengetragen, im Wert von 500 Euro. Vom Gelände der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg wurde eine 100 Kilo schwere Bank geklaut. Der Schaden wird auf rund 1500 Euro beziffert. Die Polizei vermutet organisierte Kriminalität. Das war ja quasi ein richtiger Bankraub. Versteht ihr wegen Bank und Raub? Okay, ich gehe ja schon. Wir sehen uns nächsten Montag. Bis dahin. Folgt uns.